wir haben einen echt schönen Platz gefunden. Allerdings ist eine große Schwierigkeit da. Und zwar steht da immer nur für Wohnmobile, nicht für Wohnwagen. Ich glaube, das sind alles Rassisten hier. Also guck mal hier. Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben können. Aber wir kuppeln mal ab. Für mich ist das auch echt Neuland mit dem Abkuppeln. Radio inklusive. Aber ich meister das schon. Das Erste, was man immer machen muss, ist das Rad runterkurbeln. Für Leute, die noch nie wussten, wie das geht, zeige ich das jetzt hier. Es ist absoluter Profi. 100 Jahre später. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man vorher die Handbremse anmachen muss. Ich glaube schon, ne? Oder? Nee. Doch. Hä? Jetzt rollt er dir ja weg. Also Sport hier. Geht das höher? Das reicht, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir das aufmachen. Oh ja, sehr gut. Hat funktioniert. Gibt es hier noch so ein Teil, das man abmachen muss? Ja, du musst ja auch gleich noch die Kanten da und das. Hab ich nicht, ich habe keine Dinger. Ja, aber wenn es aufboxt, kannst du ja auch nicht wegrollen. Ich habe gar nicht solche. Hier. Nicht gut. Nicht gut. Das müssen wir besorgen. Und jetzt? Ich kann auch. Boxen auf einfach. Keine wegrollen, oder? Müssen wir den nicht erstmal gerade ziehen? Sollen wir den nicht erstmal gerade ziehen? Musst du die Hand. Der rollt. Ich muss den schnell aufpoppen, damit er mir nicht runterrollt. Der funktioniert kaum noch. Was hat er? Er ist ein Oldtimer. Hoffentlich bricht das nicht mal ab. Ja. Und jetzt? Ach, ich bin sowas von wirklich gut vorbereitet. Tada! Alles dabei. Ja. Hier nicht reingucken, weil ich habe vorhin nicht vernünftig weggeräumt und alles durch die Gegend geflogen. Den würde ich höher setzen. Damit du da überhaupt drankommst, ja. An das andere. Aber. Jetzt ist er vom Boden runter, ne? Ich weiß. Oh Gott. Genau, aber es ist ja die Seite hier. Und vielleicht muss ich ja die Klötze nehmen. Weißt du? So.
was ist denn da los? Ich komme da einfach nicht dran. Wieso nicht? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Hä? Wir brauchen einen Mann. Ja, ich guck mal, ob ich einen finde. Okay, wir haben einfach Glück, ne? Dass die Männerwelt sich echt auskennt. Und ich bin ganz froh, dass wir den Herrn gefunden haben. Super, ja, wie heißt du eigentlich? Stefan. Stefan. Stefan hilft uns, den Wagen aufzubocken. Ja! So. So, sehr gut. Jetzt müssen wir es nur noch auskriegen. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich erforderlich. Ja, wahrscheinlich muss ich da mal irgendwas machen, ne? Das Plastik ist natürlich da im Weg. Ja. Hoppala. Sehr gut. So. Wir brauchen auf jeden Fall was, damit wir etwas vor die Reifen legen. Weil ich habe echt Sorge, dass uns der Wohnwagen heute Nacht mit mir kullert. Und ich habe was Tolles für die Hunde gebastelt. Was verrate ich euch jetzt noch nicht. Ihr könnt es nur einmal sehen, also was man damit machen kann. Und es steckt irgendwo hinten im Wagen. Und weil der so vollgepackt ist, muss ich jetzt da reinkrabbeln. Meinst du, eins reicht für beide Räder? Könnte passen, ja. Könnte lang genug sein. Ja, gehen wir mal. Ach, harte Arbeit hier. Eins für beide reicht. Nee, reicht nicht für beide. Nein. Ich weiß ja nicht, ob das blockt, aber besser als nichts. Stefan, Hilfe, ist immer noch schief. Ja, genau. Ja. Probieren wir gerade. Und dann eben gucken und dann sukzessive immer von Punkt zu Punkt gehen. Diagonal machen, damit das nicht abbricht. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, weil er ist ja echt uralt. Ne? Jetzt habe ich schon die Seite krumm. Ich bin überfordert. Aber wir werden eine bestimmte Lösung finden. Verena, hast du Lust, das zu übernehmen? Endergebnis! Juhu! Dankeschön. Schönen Tag, ja? Dankeschön. Und ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass es Männer auf der Welt gibt.